Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hatte euch bei Instagram gefragt, ob ihr Interesse an diesem Video hier habt und ja, ihr habt mit Ja geantwortet und hier ist es. Ich möchte heute nochmal alle Paletten durchgehen, die ich im Jahr 2023 getestet habe und werde euch dann ganz am Ende meine Top 10 Paletten aus 2023 sagen, also meine Top 10, die ich in 2023 getestet habe. Ich bin mal alles so durchgegangen, alle meine Videos und habe ja 100 Paletten getestet, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich lasse jetzt hier die Shop My Stash Videos raus oder auch zum Beispiel Christmas Look, Silvester Look, sowas eben. Und habe jetzt nur die Paletten genommen, die ich wirklich explizit in einem Video getestet habe, also das erste Mal getestet habe. Nicht Paletten, die ich schon mal getestet hatte, sondern Paletten, die in 2023 neu für mich waren zu testen. Genau, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich rutsche ein Stück zur Seite, werde euch dann hier immer das Bild einblenden. Die Zukunftssina wird mich dafür hassen, weil das ist echt scheiße viel Arbeit. Aber ich werde es trotzdem tun. Ich rutsche zur Seite, wir gehen einmal alle Paletten durch, die ich getestet habe. Immer hier schön mit Bild. Und dann sage ich euch meine Top 10. Ja, wie gesagt, habe ich jedes Video durchgeguckt. Ich habe mir alle Paletten aufgeschrieben und habe mir daneben immer wie so ein Kürzel gemacht. Ich habe einmal Paletten, die ich okay fand. Ich habe Paletten, die ich gut fand und Paletten, die ich schlecht fand. Genau, angefangen in 2023 habe ich mit einem Video, in dem ich, ja, der dritte, erste war mein erstes Video in 2023, in dem ich Paletten oder Produkte getestet habe, die ich in New York also in der Drogerie mitgenommen habe. Und da habe ich als erstes die ColourPop On The List Palette getestet. Da habe ich mir ein Okay daneben geschrieben. Ich fand sie ganz gut. Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, habe ich sie gelobt. Mittlerweile finde ich sie nur noch okay, weil ich einfach in 2023 so viel bessere Paletten noch getestet habe. Deshalb, ja. Ich versuche mich jetzt nicht ewig aufzuhalten bei jeder Palette, weil es eben 100 Paletten sind und das Video sonst extrem lang wird. Dann hatte ich als nächstes die Juvia's Blaze Garden of Juvia's Palette getestet. Die fand ich gut. Die hat mir gut gefallen. Schöne Pastellfarben aus der Drogerie. Ja, genau. Dann habe ich von Maybelline die Shadow Blocks getestet. Da habe ich mir einen heulenden Smiley daneben gemacht, weil ich die echt schlecht fand von der Qualität. Also, ja, habe ich auch beide schon wieder aussortiert. Also sind nicht mehr in meiner Sammlung. Ich fand die einfach nicht gut von der Qualität her. Deshalb, ja. Ja, dann Make-up by Mario Ethereal Eyes. Die fand ich super, wirklich super. Und kleiner Spoiler, die werdet ihr auch noch in meiner Top 10 auf jeden Fall sehen. Das ist eine Palette, bei der bin ich unglaublich glücklich, dass ich sie habe, weil ich die super fand. Dann habe ich die Adept Ninhydrin Palette getestet. Das war meine erste Adept Palette. Ja, ein amerikanisches Indie-Brand. Ihr wisst, ich bin ein Indie-Brand-Liebhaber und ihr werdet in dem Video auch einige Indie-Brands jetzt sehen, weil ich in 2023 das einfach immer noch mal mehr für mich auch entdeckt habe. Gerade durch das, dass ich Monolith-Shop gefunden habe, wo es halt easy ist, die Paletten zu bestellen. Genau, die Ninhydrin-Palette fand ich super, wirklich eine tolle Qualität und auch ein sehr schönes Farbschema. Dann habe ich die Catrice Blushing Ocean-Palette getestet. Ist auch nicht mehr in meiner Sammlung. Ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Fand ich sehr enttäuschend. Zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, dass ich sie okay finde. Mittlerweile finde ich sie aber ehrlich gesagt einfach enttäuschend. Also diese Pro Slim Paletten oder wie die heißen, die können für mich halt einfach nichts. Dann habe ich diese zwei ColourPop X Target Paletten getestet. Ich hoffe, dass ich die Paletten so als Bild noch finde, sonst blende ich euch einfach das Thumbnail ein. Die fand ich schlecht, beide auch aussortiert. Ich muss sagen, ich mag ColourPop sehr gerne von der Qualität, finde aber, dass sie sehr inconsistent waren. Also es gibt Paletten, die fand ich super von der Qualität und es gibt welche, die fand ich echt schlecht und diese hier fand ich schlecht. Dann habe ich aus der Catrice Beautiful You LE die Palette hier getestet, die fand ich okay. Ja, als nächstes von Veef die 90s Palette. Das erste Mal, dass ich Veef getestet habe und die fand ich gut. Könnt ihr über Cult Beauty bestellen. Ist eine Marke von einer englischen YouTuberin und ja, fand ich von der Qualität gut. Von Glamlight, eine meiner liebsten Indie-Brands, habe ich die Strawberry Shortcake Palette getestet. Tolles Farbschema und super Qualität. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Dann habe ich, nachdem die Ninhedrin-Palette so eingeschlagen hat bei mir, habe ich mir noch die Adept Minka-Palette bestellt. Ja, die fand ich super. Wunderschönes Farbschema. Was für Neutral Lover. Und die hat toll funktioniert. Also das ist einfach eine wirklich sehr, sehr schöne Palette. Ja. Von Zoeva, eine Marke, die eigentlich schon relativ lange, finde ich, so vom Markt verschwunden war, habe ich dann diese Vierer-Palette getestet. Die fand ich ja ganz gut. Ich habe mir ein Okay aufgeschrieben. Ich muss jetzt hier einmal umblättern. Ist nur okay, weil ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis hier einfach nicht gepasst hat. Falls ihr zu den Paletten, die ich euch heute zeige, genaueres sehen wollt, guckt euch einfach die Videos dazu an. Ich habe zu jeder Palette, die ich euch hier zeige, ein Video gemacht. Guckt es euch einfach genauer dann an, falls ihr was dazu sehen wollt. Wir machen hier einfach nur einen Schnelldurchlauf durch alle Paletten, die ich getestet habe. So, von Essence habe ich die Hugs and Teddies Palette getestet. Die fand ich okay. Und im gleichen Video habe ich von Catrice die Dior Universe Palette noch getestet, die ich enttäuschend fand. Ja, ich muss sagen, Catrice und auch leider oft Essence dieses Jahr, also in 2023, haben mich leider oft von der Qualität so ein bisschen enttäuscht. Was ich allerdings sehr, sehr gut fand, war von Odin's Eye die Flora Story Palette. Ja, Odin's Eye ist auch ein Indie-Brand, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, was ich super von der Qualität her finde. Und auch die Flora Story Palette war gut. Von Huda Beauty habe ich die Cool Matte Obsessions getestet. Einfach eine All-Matte-Palette, die ich aber schön von der Qualität her fand. Ich bin zwar kein Fan von so All-Matte-Paletten oder auch All-Shimmer-Paletten. Ich mag die Kombination aus beiden Finishes und würde immer eher zu einer Palette greifen, die eben beides miteinander kombiniert. Ich fand aber die Palette hier auf jeden Fall schön. Genau. Ja. Kommen wir jetzt zu Paletten, die mich enttäuscht haben. Wir haben einmal von ColourPop dieses Manifest Dis 6er Paletten-Dings. Nee, 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 nee. Habe ich auch aussortiert. Fand ich sehr, sehr enttäuschend. Also auch da hat ColourPop einfach die Qualität nicht gehalten. Jo, und von Essence und Catrice, die Disney König der Löwen und Dschungelbuch LE, fand ich auch eher enttäuschend. Die Catrice-Palette fand ich noch besser als die Essence-Palette, aber alles in allem muss ich sagen, dass gerade in diesen Disney-Kollaborationen die Qualität einfach nicht so toll ist. Genau. Von Give Me Glow habe ich die Two Moods-Palette getestet. Give Me Glow, auch ein Indie-Brand, was ich super gerne mag. Und diese Palette hat mir halt vom Farbschema super gefallen und auch die Qualität war auf jeden Fall sehr überzeugend. Von Kiko die Beauty Essentials-Palette fand ich okay bis enttäuschend. Ja, ich fand sie einfach jetzt nicht nennenswert, muss ich sagen. Es war eine Palette, die war, jo, sie war halt da, aber sie hat mich jetzt nicht überzeugt. Von Blend Bunny Cosmetics, die Lure-Palette fand ich super, hat mir gut gefallen. Schönes, aufregendes Farbschema auch, muss ich sagen. Und es war die erste Blend Bunny Cosmetics Palette für mich, die ich getestet habe. Und sie hat mich auf jeden Fall von der Qualität überzeugt. So dass ich mir natürlich auch nochmal eine Blend Bunny Cosmetics Palette in diesem Jahr bestellt habe, die später kommen wird. Aber das heißt schon was, wenn ich von einer neu entdeckten Marke in einem Jahr mehr bestelle als nur eine Palette. Im nächsten Video sozusagen in dem Jahr habe ich zwei Colourpop-Paletten getestet. Einmal die CTRL Alt Glam Palette, die fand ich super enttäuschend. Die ist sofort nach dem Video auch wieder ausgezogen. Und die Sage the Day Palette, die fand ich allerdings sehr gut. Auch hier sieht man wieder, dass Colourpop einfach nicht immer das gleiche Maß hält irgendwie. Also man hat manchmal Glück und manchmal hat man Pech. Das war früher nicht so. Früher war bei Colourpop jede Palette gut. Und mittlerweile ist es echt so ein Hit- oder Missspiel. Also finde ich sehr schade. Dann habe ich von Clarity die Bridal Party Palette getestet, die ich auch super schön finde. Wunderschönes Farbschema, Spitzenqualität. Also auch eine Palette, die mich in diesem Jahr wirklich sehr, sehr begeistert hat. Die Palette von SheGlam fand ich allerdings sehr enttäuschend. Ja, schlecht pigmentiert und an sich ein sehr aufregendes Farbschema, aber so, ja, also ich fand sie einfach von der Qualität her schlecht, ne? Dann habe ich mir von Veef die Muse-Palette bestellt, weil ich die erste Palette sehr gut fand und auch die Muse-Palette hat mir sehr, sehr gut gefallen von der Qualität. Genau. Von Essence habe ich die Ready for a Ride Palette getestet, die ich super schlecht fand. Also das war eine der schlechtesten Paletten, die ich dieses Jahr getestet habe. Also wirklich schon traurig, überhaupt Geld dafür bezahlt zu haben, weil die war echt kacke. Allerdings von Essence die Hello Beijing Palette fand ich wieder schön.
Vom Farbschema her schön und von der Qualität her auch super. Gerade so diese Städtepaletten sind irgendwie eine andere Qualität als manch andere Essence-Paletten, muss ich sagen. Und die fand ich wirklich toll. Dann habe ich von Unearthly die Dead of Night Palette getestet. Die fand ich sehr, sehr gut. Ein tolles Farbschema, also auch sehr spannend, muss ich sagen. Und auch die Looks, die ich damit geschminkt habe, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Unearthly ist jetzt nicht meine Lieblingsqualität, aber die Dead of Night Palette fand ich wirklich super. Von Colourpop die Pretty Please Palette fand ich nur okay. Ein bisschen lackluster, muss ich sagen. Also hat mich nicht, ja, ganz so überzeugt. Ihr seht, ich gehe schneller durch. Ich will mich nicht bei jeder Palette ewig aufhalten, weil ich habe hier noch einiges an Seiten. So. Dann habe ich von Rival Loves Me die Take Me to the Beach Palette getestet. Die fand ich wirklich sehr, sehr gut. Also ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Farben haben schön performt und auch die Palette fand ich toll, so vom Farbschema her zusammengestellt. Also ja, die hat mich überzeugt. Von Glamlight habe ich die Scooby-Doo Palette, die Creeps and Crawls getestet. Sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also tolles Farbschema, hat mich auf jeden Fall angesprochen. Und ich fand sie echt gut. Ich glaube, ich habe vorher vergessen zu erwähnen, dass ich die Clarity Bloom Palette getestet habe. Fällt mir jetzt gerade so auf, weil die vom Farbschema genau wie die Scooby-Doo Palette ist. Ich blende sie euch jetzt einfach hier kurz mal ein. Fand ich auch super. Clarity. Dann eine Palette, die ich nur okay fand, war von Pink Crush Cosmetics die Love Potion Palette. Auch eine neue Palette oder ein neues Brand für mich, was ich so noch nicht getestet hatte. Ich fand sie okay. Ich finde, es gibt um einiges bessere Indie-Brands, ne? Von Colourpop die Alice im Wonderland Palette habe ich aussortiert. Irgendwie muss ich sagen, habe ich mich da von Alice im Wonderland hinreißen lassen, weil es einfach mein liebster Disney-Film ist. Das Farbschema hat mich irgendwie nicht so ganz überzeugt und auch die Qualität war nicht so toll. Dann habe ich von Odin's Eye die Yords Divine Kollektion getestet. Diese beiden Paletten hier fand ich beide sehr, sehr schön. Tolle Qualität, tolle Looks, wunderschöne Farbschemen. Genau, von Flower Nose, die Cherry Skies Palette fand ich auch nur okay. Hat mich jetzt nicht so doll überzeugt, aber ich fand sie jetzt auch nicht schlecht. Von Adept habe ich die La Cienega, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Palette getestet. Die fand ich sehr, sehr schön. Ja, Adept ist wirklich ein Brand, was mich in 2023, was ich getestet habe und was mich super überzeugt hat. Also eine sehr, sehr schöne Palette. Dann habe ich von Rival Loves Me die Club Tropicana Palette und die Secret Garden Palette getestet. Die Club Tropicana fand ich okay, die Secret Garden fand ich super schlecht. Also mit der einen Essence Palette die schlechtesten Paletten, die ich in dem Jahr getestet habe. Von Cosmic Brushes habe ich die Muse Palette getestet. Auch eine der Marken, die mich in 2023 wirklich im Sturm erobert haben. Ja, also ganz tolle Palette. Auch von dieser Marke werdet ihr hier noch mehr sehen. Und wir haben nochmal eine Adept-Palette, und zwar die Seahorse-Palette. Auch die fand ich spitze. Ihr seht, Adept hat mich viel Geld gekostet in diesem Jahr. Also das ist eine All-Shimmer-Palette, bei der ich nicht widerstehen konnte, weil ich die wirklich spitze von der Qualität fand vor allem. Dann eine Marke, die ich auch neu getestet habe, ist P. Louise, ein englisches Indie-Brand. Und zwar habe ich hier einmal die Beauty in the Breakup-Palette getestet. Auch eine wirklich schöne Qualität. Ich muss nur ein bisschen dieses dicke Packaging bemängeln, aber ansonsten wirklich eine tolle Marke. Von Essence, ihr seht, ich habe auch einige LEs getestet. Die Golden Days Ahead LE fand ich sehr enttäuscht. Die Palette ist auch wieder gleich, ja, rausgeflogen. Dann habe ich von Gloss Gods die Color of Rain Palette getestet. Hier muss ich sagen, die Qualität war gut, aber so im Nachhinein finde ich das Farbschema einfach nicht mehr schön. Deshalb, ja, habe ich die auch aussortiert. Irgendwas stört mich an diesem Farbschema. Ich kann euch nicht sagen, was, aber Qualität war gut, aber Farbschema hat sie für mich eben nur okay gemacht. Im nächsten Video habe ich dann zwei Catrice-Paletten getestet. Einmal die Color Blast-Palette, die ich nur okay fand, und die Cozy Earth-Palette. Die fand ich sehr gut. Ja, die hat mir gut gefallen. Von Lethal Cosmetics habe ich zwei Paletten getestet. Einmal die Wildflower-Palette und die Evergreen-Palette. Beide super, super schöne Paletten. Ihr bekommt die Shades auch einzeln. Ich mag das aber, wenn Lethal so die Paletten schon zusammenstellt und fand die einfach beide gut. Genau. Eine neue Palette von Cosmic Brushes. Cosmic Brushes kann schon nicht mehr schwätzen. Die Delicious Delights, auch die fand ich super. Ich finde, Cosmic Brushes hat
sehr, sehr interessante, sehr, sehr spannende Farbschemen und die Qualität ist einfach wirklich immer überzeugend. Hier tut es mir jetzt wirklich leid. Die Rival Loves Me X Maxime Giacomo LE fand ich sehr schlecht. Gehört auch mit zu den schlechtesten Paletten, die ich getestet habe. Also, mein Gott, unterirdisch, wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so sagen muss, aber ich fand sie sehr, sehr schlecht. Ja, von Gourmande Girls, eine Marke, verschluckt mich schon wieder, eine Marke, die ich in 2023 auch neu getestet habe und die mich auch sehr überzeugt hat, die Warriors Wear Pink Palette. Wunderschönes Farbschema, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat und die Qualität hat mich auch extrem überzeugt. Deshalb habe ich auch hiervon noch ein bisschen was in diesem Jahr eingekauft, kommt aber später. Dann habe ich von Trend It Up eines dieser Quads hier getestet, fand ich super schlecht. Also, ja, Trend It Up ist einfach für mich auch eine Marke, die mich gar nicht anspricht. Ne? Hier haben wir die nächste Blend Bunny Cosmetics Palette, Sugar and Crunch. Schönes Farbschema und auch eine schöne Qualität. Genau. Sehr wenig habe ich in diesem Jahr von Natasha Denona getestet, fällt mir jetzt gerade so auf. Das ist die einzige Natasha Denona Palette, die ich in diesem Jahr gekauft habe. Glaube ja. Die Eyelider Nude Palette. Fand ich sehr gut. Ihr wisst, ich liebe Natasha Denona und das ist natürlich auch genau mein Farbschema. Von Essence habe ich die Trust Your Intuition Palette getestet. Auch die fand ich nur okay. Und aus der Catrice Metaphase LE habe ich diese Palette hier getestet. Im Video habe ich gesagt, ich finde sie ganz okay. So im Nachhinein muss ich sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass sie schlecht ist, aber irgendwie hat sie mich einfach nicht überzeugt. Die nächste Gourmande Girls Palette ist die Nightshade Palette. Ich finde die Palette so schön. Wunderschönes Farbschema und auch die Qualität wirklich spitze. Also das ist auch eine Marke, die so mich im Sturm erobert hat. Von Make-up by Mario habe ich eins der Quads getestet. Qualität ist gut, aber es ist schon so ja, relativ langweilig, muss ich sagen. Von P. Louise habe ich noch die Money Shot Palette getestet. Genau mein Farbschema. Ihr wisst, ich liebe grün und auch hier war die Qualität wieder gut. Von Rival Loves Me aus der Unforgettable LE habe ich diese Palette getestet. Ein sehr schönes Halloween Farbschema, muss ich sagen. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen auf jeden Fall. Und war auch eine sehr schöne Qualität. Also gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Genau. Ich glaube, das ist auch die einzige Too Faced Palette, die ich in 2023 getestet habe. Und zwar die Cosmic Crush Palette. Ihr seht, ich habe sehr, sehr viel Indie-Brand und Drogerie-LEs getestet. Also High-End ist da relativ wenig bei mir eingezogen dieses Jahr irgendwie. Die Cosmic Crush Palette fand ich okay. Ich finde, es ist nicht die Qualität, die Too Faced früher mal hatte. Ich fand sie okay, aber jetzt keine große Empfehlung. Dann habe ich von Disney mit Catrice und Essence aus der Mickey und Winnie Pooh LE Paletten getestet. Auch die fand ich nur so semi-gut, muss ich sagen. Ja, ja. Von ABH die Fall Romance Palette fand ich eine sehr schöne Palette. Ich mag die ABH Qualität sehr gerne und fand auch das Farbschema wirklich sehr, sehr ansprechend. Dann habe ich von MAC eine dieser 6er Paletten hier getestet. Die fand ich schlecht. Also nope. Deshalb ist hier auch gleich wieder aus meiner Sammlung ausgezogen. Okay, als nächstes Odin's Eye x Angelica Nyquist. Diese beiden Paletten fand ich super. Schönes Farbschema. Oh, beide einfach, oh, ich lieb's. Die eine ist so richtig Halloween-mäßig, die andere schon auch Halloween-mäßig, aber irgendwie mit so einem Twist. Also ich fand sie beide super. Ich mag Angelica, ich mag Odin's Eye und die Qualität war top. Dann habe ich von NYX zwei Paletten getestet. Fand ich okay. Jo. Von Give Me Glow die Juicy Blueberry Palette. Die fand ich sehr schön. Ja, ein sehr spannendes Farbschema, muss ich sagen. Und auch die Qualität hat wieder gestimmt. Von Tarte habe ich aus diesem X-Mas Set zwei Paletten getestet. Ihr wisst, ich mag Tarte Shadows sehr gerne und fand auch die wieder sehr, sehr schön. Von Luna Beauty habe ich seit langem mal wieder eine Palette getestet. Und zwar die Full Fantasy. Auch die hat mich überzeugt von der Qualität und Luna Beauty hat halt, was das Packaging angeht, sind die wirklich spitze. Also Manny steckt da unglaublich viel Arbeit rein. Dann habe ich von Colourpop zwei Paletten getestet. Auch hier muss ich sagen, eine war gut, eine war schlecht. Die 1111 Palette fand ich super, absolute Empfehlung. Die Lavish Palette fand ich kacke. Also wirklich enttäuschend, ja.
Sugar Drizzle ist bei mir auch neu eingezogen, eine Palette, und zwar die Plumeria Dragon Palette. Wunderschönes Farbschema, hat mich extrem angesprochen und hier war auch die Qualität wirklich gut. Dann habe ich von Essence die Emily in Paris Palette getestet. Fand ich okay, aber jetzt nichts, was mich so extrem umgehauen hat. Dann habe ich aus der Catrice Christmas Story LE, aus der Weihnachts-LE die Palette getestet. Die fand ich sehr gut, muss ich sagen. Also falls ihr die noch irgendwo bekommen könnt, das ist eine Empfehlung von mir. Tolles Farbschema und eine tolle Qualität. Von Ace Beauty habe ich die Floral Kollektion, 3 Paletten getestet. Da muss ich sagen, fand ich sie relativ langweilig. Absolut nicht meine liebste Formula. Also da gibt es 1000-mal bessere Indie-Brands. Und ja, Ace Beauty. Ich bin jetzt nicht so geneigt dazu, nochmal was zu testen, weil ich die hier halt einfach nur semi fand. Dann habe ich von Huda Beauty die Pretty Crunch Palette getestet. Eine schöne, neutrale, kühlere Palette. Hat mich auf jeden Fall überzeugt. Also eine sehr, sehr schöne Palette von der Qualität. Wir befinden uns jetzt auf dem Endspurt. Endslay Rain mit Winter Dream. Hat mich super begeistert, muss ich sagen. Das ist eine Marke, die, ja, also da werde ich auf jeden Fall nochmal zuschlagen. Habe ich auch. Die Palette habe ich aber noch nicht getestet. Fand ich ganz toll. Super Formulas, sehr außergewöhnlich, tolles Farbschema. Also hat mich wirklich begeistert. Von Electrum Cosmetics habe ich die Sea Witch Palette getestet. Die fand ich nur okay. Die matten Töne fand ich nicht so gut, muss ich sagen. Das, was mich begeistert hat, waren die Metallics. Aber deshalb nur okay, weil ich finde, das ist den Preis nicht wert gewesen. Also die, wenn man die Metallics einzeln kriegen könnte, würde ich nochmal zuschlagen. Aber in Verbindung mit den matten Tönen fand ich es halt jetzt nicht so geil. Von Beauty Bay habe ich die Metamorphic Palette getestet. Fand ich gut. Beauty Bay hat immer eine schöne Qualität. Genau. Dann, was mich sehr enttäuscht hat, die neuen Odin's Eye Holiday Paletten. Das war nicht die Odin's Eye Qualität, wie ich sie kenne. Also, die Farbschemen sind wunderschön, wirklich. Und auch das Packaging ist super schön. Aber ich finde, die Paletten waren nicht so gut wie die sonstigen Odin's Eye Paletten, die ich bis jetzt getestet habe. Also da war ich wirklich ein bisschen enttäuscht. Genau. Von Glaminatrix habe ich die Rich Romantic Palette noch getestet. Tolles Farbschema auf jeden Fall. Das war die erste Glaminatrix Palette, die ich getestet habe. Und die hat mich auf jeden Fall überzeugt. Wunderschönes Farbschema und auch eine Spitzenqualität. Von Cosmic Brushes die Gothic Palette. Und die Winter Wonderland Palette. Ihr seht, Cosmic Brushes, ich habe wirklich jede Palette geshoppt, die die Marke dieses Jahr rausgebracht hat. Und ich finde sie super. Also Cosmic Brushes ist mit eine der Gewinnermarken für mich dieses Jahr. Wunderschöne Farbschemen, wie ihr hier seht, und super Qualität. Ja, und die letzte Palette, die ich in diesem Jahr getestet habe, ist die P. Louise Adventskalender Palette hier, die Taste Palette. Schöne Qualität. Nicht zu 100% mein Farbschema, weil ich einfach nicht so der Fan von diesen warmen Tönen bin, aber war trotzdem eine schöne Qualität. So, ich bin wieder in die Mitte gerutscht, denn jetzt zeige ich euch meine Top 10. Ich habe die jetzt nicht eingeteilt in ersten Platz und zehnten Platz, sondern das sind einfach im Allgemeinen meine Top 10 Paletten dieses Jahr. Die Paletten, die mich begeistert haben, auf die ich wirklich extrem Lust habe, sie immer wieder und wieder und wieder zu benutzen, weil mich die Qualität und das Farbschema einfach angesprochen hat. Ich starte jetzt einfach mal mit der Endslay Rain mit Winter Dream Palette. Wunderschön vom Packaging. Extrem teuer, muss ich sagen. Ich glaube 95 irgendwas. Aber guckt euch bitte das Farbschema an. Wir haben bei Endslay Rain eine matte Reihe. Das ist bei der neuen Palette, die ich bestellt habe, auch so. Und ja, hier oben noch ein matten Shade. Und ansonsten sind der Rest sehr spezielle Metallics. Wir haben Topper, wir haben ein Duochrome. Also das ist einfach eine Palette, die super viel zu bieten hat. Ich finde das Farbschema wunderschön. Ganz tolle Qualität. Und dadurch, dass halt die Metallics einfach so vielfältig und so special sind, hat mich die Palette wirklich überzeugt. Also absolute Empfehlung, ganz, ganz toll. Und ich freue mich immer wieder drauf, sie zu benutzen. Ja. Dass eine Cosmic Brushes Palette hier auftaucht, war klar. Die Gothic Palette ist einfach meine liebste Palette dieses Jahr von Cosmic Brushes. Und zwar sieht die so von innen aus. Ich liebe lila Lidschatten und die Qualität war einfach bombastisch hier, ne? Also die Looks, die ich damit geschminkt habe, haben mich überzeugt. Wir haben Duochromes, Multichromes hier drin. Also ich liebe diese Palette wirklich. Cosmic Brushes ist mit eine der Marken, die mich dieses Jahr im Sturm erobert haben. Und ich freue mich tierisch drauf, noch einiges mehr und ja von denen zu testen. Ich hoffe, dass noch ein paar Paletten kommen. Und ja, ich freue mich drauf.
Also sehr Indie-Brand-lastig im Übrigen, fällt mir gerade so auf. Ja. Unearthly Dead of Night, wunderschön von außen. Und hier muss ich einfach auch sagen, dass mich das Farbschema super abgeholt hat. Wir haben Grün, wir haben Lila, wir haben so ein bisschen Blau auch, was jetzt natürlich nicht das ist, was ich sonst mag. Aber in dieser Palette hat es mich wirklich überzeugt. Unearthly ist nicht meine liebste Qualität. Ich muss aber sagen, dass ich sie hier in dieser Palette wirklich gut fand. Und ja, also falls ihr mehr zu den Paletten sehen wollt, ich habe zu den Paletten Videos, guckt sie euch gerne an. Von Clarity kommt dann die Bridal Party Palette, auch hier wunderschön von außen. Und das Farbschema hat mich einfach sehr überzeugt. Ja, ist eine schöne Bridal Party Palette, also auch für die Hochzeit, so die Töne, den Metallic. Ich finde sie einfach sehr, sehr schön. Wir haben so die Rosy Movi Tones, wir haben aber auch ein Mint, wir haben ein Glitzergrün, ein Hellgrün als Metallic. Also einfach eine sehr vielfältige Palette, finde ich, und auch die Qualität. Ja, war super. Deshalb, ja, es ist sehr Indie-Brand-lastig, es tut mir leid. Nächste Indie-Brand-Palette. Gummande Girls mit Doodles by the Bunny. Die Nightshade-Palette, ja, die hat mich einfach... Jedes Mal, wenn ich die aufmache, springt mein Herz einfach ein bisschen schneller. Ich finde die super schön. Die kombiniert lila und grün, beides Lidschattentöne, die ich super gerne mag. Qualität war spitze und ich habe es geliebt, damit Looks zu schminken. Ich freue mich drauf, die jetzt wieder zu benutzen. Also alle Paletten, die ich hier gerade euch gezeigt habe und euch noch zeigen werde, bei denen freue ich mich einfach super drauf. Ja, nochmal mit denen zu arbeiten. Genau. Dann Adept Minka. Das ist ein wunderschön. Wir haben zwei matte Töne. Der Rest sind ja Metallics. Super schöne Qualität. Alles ein bisschen neutraler gehalten, obwohl wir auch so ein Pop of Color hier so ein bisschen haben. Wunderschön einfach. Ja, ich liebe sie. Ich finde sie super schön. Ihr seht, wie sehr ich mich freue. Ihr wusstet doch, dass sie kommt, oder? Make-up bei Mario Ethereal Eyes. Oh, wunderschön. Die matten Töne sind so toll zum Arbeiten. Die Metallics sind einfach, auch wenn sie hier relativ langweilig aussieht, sind die Metallics schon specialig, finde ich. Und jedes Mal, wenn ich damit einen Look schminke, liebe ich es einfach. Also das ist eine Palette, bei der bin ich super glücklich, dass ich sie in meiner Sammlung habe. Ja, ganz, ganz tolle Qualität. Könnte nicht ohne Leben. Ja. Odin's Eye, Angelica Nyquist, die Little Ghost Palette, weil ich einfach das Farbschema hier extrem specialig finde. Gerade die Kombination aus Gelb und Lila gefällt mir sehr gut. Wir haben Blau, wir haben Orange. Ja, ich fand die einfach toll von der Qualität, muss ich sagen. Das ist die Odin's Eye Qualität, wie ich sie gerne mag. Und ich finde das Farbschema einfach sehr, sehr spannend. Ganz tolle Looks kriegt man damit hin. Mal geschweige dessen, dass das Packaging einfach wunderschön ist, aber auch so vom Farbschema hat sie mich sehr überzeugt. Die vorletzte Palette, Natasha Denona I Need a Nude Palette, weil ich die einfach super schön finde. Eine schöne, neutrale Palette auf jeden Fall, aber trotzdem auch irgendwie nicht langweilig, finde ich. Also die mag ich sehr, sehr gerne, fand sie toll und freue mich auch hier immer wieder drauf, sie zu benutzen. Ja. Und die letzte Palette aus meiner Top 10, relativ neu noch, die Pretty Crunch Palette von Huda Beauty, weil mich die einfach sofort überzeugt hat. Ja, wunderschönes Farbschema. Eigentlich auch eher eine neutrale Palette, aber irgendwie finde ich sie trotzdem spannend. Also ich freue mich drauf, sie zu benutzen. Das Einzige, was ich hier nicht gebraucht hätte, wäre dieser schwarze Creme Shadow, weil ich sowas einfach nicht mag. Ansonsten aber wunderschön. Ich habe es geliebt, damit die Looks zu schminken. Ja, ich finde sie trotzdem nicht langweilig. Wenn ich eine Nude Palette langweilig finde, ist es immer so... Ich bin zwar ein Neutral Lover, aber es gibt für mich auch was, was mir zu langweilig ist. Das ist bei der aber gar nicht so. Die finde ich wirklich sehr spannend. Und ja, ich habe es sehr geliebt. Ja, lasst mich gerne mal eure Top 10 Paletten aus dem Jahr 2023 wissen. Ihr seht, ich habe wirklich viel getestet und das sind so meine Top 10 Paletten einfach, bei denen mein Herz halt einfach anfängt, schneller zu schlagen. So sieht's aus. Falls ihr, wie gesagt, Videos dazu sehen wollt, guckt sie an. Ich habe zu jeder Palette ein Video auf meinem Kanal. Klickt euch durch, da seht ihr auch immer Swatches. Genau. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!